Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Gattuto, beim Clan True Warriors 2. Ja, lasst euch von diesen ganzen Folgen hier nicht in die Irre treiben. Ich bin mit dem Avatar jetzt hier bei den True Warriors. Ihr habt ja gestern gesehen, da war ich noch ganz, ganz woanders. Also ich war in mehreren Clans in dieser Zeit zu Gast. Aber ich wollte es nicht versäumen ihr seht das Video am zweiten Weihnachtsfeiertag, mir erstmal meinen Reward abzuholen hier. Also 2000 Spells habe ich gespendet. Das hole ich mir erstmal ab. Und ich wollte dem Clan hier natürlich ganz herzlich gratulieren zu Clan Level 7. Und bevor es ausläuft, wollte ich natürlich auch zeigen, wie es eigentlich dazu gekommen ist. Es ist der letzte CK gewesen hier mit 55, 49 gewonnen. Und ich muss mal eben sehen, ja, ich bin sowieso mit dem Schief so gut wie gar nicht unterwegs. Deswegen habe ich hier keine Angriffe mit dem Schief gemacht. Den hätten sie auch kicken können. Und alle anderen haben mir aber ganz gut angegriffen. Und ich glaube, mit dem Donnerbengel habe ich ein bisschen was geholt. Aber ihr seht das hier, nicht wirklich helfen können. Egal, es gab trotzdem schöne Angriffe hier auf den Gegner. Der war auch nicht so schlecht. Also sie haben sich ja schon gewehrt. So ist es ja nicht. Aber einen schönen starken 20er hier gespielt. Und ich starte heute Abend mal mit. Heute Abend. Jetzt habe ich schon verraten, wann ich anfange zu drehen. Ich starte heute Abend einfach mal mit dem Slenderman hier ein Rathaus 7. Auf Rathaus 7, ja, und der Slenderman, das habe ich schon öfter gesehen, ist eine coole Socke, hätte ich fast gesagt, der nimmt nämlich Hogs hier. Hogs sind ab dem Level 2, würde ich sagen, ja, fast schon ab 1, echt eine starke Truppe im Rathaus 7 Bereich. Er lockt jetzt erstmal ein bisschen die Truppen mit Riesen und die Valkyrie muss unbedingt weg, jawohl, da ist sie weg. Jetzt hat er noch ein paar Riesen hier im Petto, mal sehen, was er sich denn ausgedacht hat, was er in der Clanburg hat. Also ich habe diesen CK auch so gut wie gar nicht, außer meine Angriffe, die ich gemacht habe, gesehen. Deswegen muss ich das einfach mal ein bisschen live reinkommentieren hier und kommt hier aber schön mit den Riesen rein. Er hatte noch Riesen in der Clanburg. Okay, ich sehe es gerade, die Rauschebärte mit den etwas älteren Bärten schickt jetzt einfach hinterher, also hinter den Riesen, die Hogrider. Ja, die müssen jetzt so ein bisschen tanken, aber sind wir ehrlich, hier auch als Rathaus 7er ist das ein cooler Zug. Cooler Zug hier, die Hogs mitzunehmen. Drei Heilzauber hier. Auch das ist sehr komfortabel in dem Bereich. Und hat er hier gut gemacht. Ich weiß gar nicht. Es kann sein, dass Slenderman auch schon 8er ist. Aber nee, Slenderman ist nur ein 7er. Das passt so. Drei Heilzauber, ja, die kann man haben. Und ja, dann rockst du hier so eine Base natürlich mal eben durch. Hat er gut gemacht hier, gute Entscheidung. Finde ich sowieso ganz gut, dass hier die Entscheidung dahin geht, nicht ewig Drachen zu nehmen. Ich meine, auch für Drachen wäre die Base jetzt schlecht gewesen. Ich sag's einfach mal ganz frei raus. Aber hier schon mal so ein bisschen mit den Hogridern üben, Magier setzen, Tanks davor. Finde ich super, finde ich echt super, dass das hier so gemacht wird. Und ich glaube, wir gehen einfach mal zwei hoch, würde ich sagen. Ich kann auch nicht jeden Angriff zeigen, sonst ziehen sich und dehnen sich diese Folgen in Streamlänge. Ich weiß, das würdet ihr gerne haben, kann ich euch aber nicht bieten. Ich bin schon froh, dass ich so viel vorproduziert habe für euch, dass ihr noch ein bisschen was über Weihnachten habt. Ist ja auch mal ganz schick. Und der Kevin entscheidet sich hier aber für einen Luftangriff, auch Rathaus 7 auf Rathaus 7. Aber ich gucke jetzt mal gerade, okay, da ist eine Luftabwehr und da ist eine Luftabwehr, alles klar. Jetzt hat er erstmal den Drachen gelockt hier, das dauert natürlich ein bisschen. Hat schon ein paar Bogenschützen in der Base. So, ich scroll mal rein. Und jetzt muss natürlich erstmal der Max Drache hier fallen. Also die Warlords XX waren auch ein starker Clan. Ihr seht das, wir haben immer noch, nach wie vor kriegen wir hier zweistellig die Clans aufgetischt. Und hat aber schön gemacht hier, denke ich mal, schön gelockt. Und jetzt gucken wir mal, wie das hier mit dem Rest in die Base geht. Ja, er hat jetzt einfach mal drauf verzichtet, hier noch weiter den Drachen zu machen, denn irgendwo hast du ein Zeitproblem und irgendwelche Drachen, da sind die beiden, da sind die vier, die sich jetzt um den einen Drachen kümmern hier. Und dann ist das hier schon ein netter Overkill gewesen auf so eine Base hier. Auch wenn da jetzt noch die Luftabwehr ist, ja, die. Ich meine, selbst wenn jetzt jeder Drachen sterben würde, er hätte immer noch einen King und er hätte auch immer noch die Bogenschützen. Also alles im Lot hier bei dem Angriff 7 auf 7 hier und Ghost of Dragon hier. Einige kenne ich hier gar nicht, muss ich gerade mal so feststellen. Ich muss gerade schon wieder ein bisschen das Ganze belächeln. 12 auf 15, okay. Da konnte man ein bisschen runtergehen hier, um ein bisschen sichere Geschichte zu machen. Lag aber auch daran, dass hier auch der Knockout und meine Wenigkeit vier Angriffe im R9-Bereich zu wenig waren. Aber
Das war jetzt in dem Fall hier nicht ganz so schlimm. Man hat uns auch noch im Klaren gelassen. Puh, da sind wir auch glücklich rüber. Und aber ich hatte das gesagt, dass sie bitte den Barfuß erstmal rauslassen, dass der ja keinen Klarkick mitspielt. Und da war er doch wieder mit drin, weil ich vergessen habe, den rot zu stellen. Und ha, ich kämpfe im Moment an so vielen Fronten. Auch wenn ich jetzt die letzten beiden Tage, also den letzten Donnerstag und Freitag noch frei hatte, eigentlich frei hatte, ist es so, dass so ein bisschen was angebrannt ist in der Firma. Und dann bin ich der Letzte, der sagt, nee, lass mal, ich habe Urlaub und nahm mir die Sinnflut. Wenn es brennt, wenn wir ein Urgent Emergency haben, dann lege ich da auch gerne Hand mit an und bin ratend und beratend zur Stelle, das ist gar keine Frage. Und wir haben alle Probleme zumindest dann lösen können. Also an der Stelle ist auch nichts angebrannt. Und dann konnten wir auch verdient in unsere kleinen Weihnachtsferien gehen. Und lasst euch mal überraschen, was ich am 30. noch für euch habe. Denn am 30., man glaubt es kaum, ich streame noch für euch. Das hat aber einen ganz besonderen Grund. Das werde ich euch jetzt in der Woche kurz mal vielleicht näher bringen. Weiß ich noch nicht. Vielleicht mache ich auch das Ganze so als Überraschung. Und aber am 30. machen wir uns nochmal einen schönen Streamabend hier. Und ich denke, das wird eine ganz töfte Sache hier. Also ich freue mich da tierisch drauf, weil ich sowas auch noch nie gemacht habe. Und auf alle neuen Sachen freue ich mich sowieso. Habe ich immer eine gesunde Nervosität dabei. Ich meine, ich muss, glaube ich, in meinen Streams nicht mehr nervös sein. Ich habe jetzt schon so oft gestreamt. Und aber es ist mal eine andere Umgebung. Und deswegen freue ich mich da auch drauf, dass es endlich mal geklappt hat. Ich habe also zugesagt, eigentlich wollte ich tatsächlich nicht machen. Ich wollte mich am 30. nicht hinsetzen zum Stream. Aber ich habe gedacht, Mensch, das ist so ein klasse Event und da kannst du mal wieder nicht Nein sagen. Ja? Nein sagen ist sowieso immer schwierig, weil mir Clash of Clans ja auch Bock macht und deswegen, wenn jemand was von mir will, Clash of Clans mäßig und ich eigentlich sage, ach, eigentlich wollte ich jetzt mal ein Päuschen machen, dann fällt es mir echt schwer, da Nein zu sagen, weil mir das Ganze ja nach wie vor gefällt hier. Und auch der Clan-Kick hat mir echt gut gefallen. Und ich hoffe, es war überhaupt der richtige Clan-Kick. Aber ich glaube, es war der Clan-Kick zu Clan Level 7. Mit nur 92 CKs hat der, also CKs, die sind ja jetzt nicht alle gewonnen, hat der Clan hier Clan Level 7 erreicht. Und die Leute sind hier immer noch so gut drauf. Wir sind fast voll hier, die Bude ist fast voll. Und alle machen hier gut mit. Das war jetzt, glaube ich, ein 20er CK. Wir hatten jetzt letztens noch einen 10er gespielt. Der war jetzt halt nicht ganz so fett. Verstehe ich aber auch. Viel im Urlaub, Weihnachtsferien. Nicht da. Helden am Ausbauen und. Und von daher ist das dann, denke ich, schon mal eine relativ schwere Geschichte, hier überhaupt alle unter einem Hut zu bekommen. Ich muss sagen, warum der Lichtle sich hier immer noch für einen Hexenangriff nötigt, weiß ich auch nicht. Hier hätte man auch mal schön Luft üben können. Denn bei 2 X-Bogen auf 1 hier und dieser Low-Dev als Rathaus 9er kann man auch mal was anderes bringen als Hexen. Da bleiben seine Helden immer auf Strecke, weil seine Angriffe immer fürchterlich teuer sind. Haben wir ihm alles schon mal gesagt. Doch mal eine andere Kombi zu nehmen. Denn auch die hier war jetzt nicht so, ich meine, sie war ja in Ordnung, weil so ein bisschen Oversized hier oder Overkill, aber kommt hier schon nicht in die Base rein. Keine Mauerbrecher dabei. Der Sprung echt toll gesetzt. Bin ja mal gespannt. Ich könnte ja jetzt mal den Fokus nehmen auf den Sprung. Da wird nun niemals jemand springen. Schade auch. Hier unten quält sich ein Magierturm mit der Kanone gegen 2 Hexen in Heilung. Okay, oh, da springt jetzt doch was. Eieiei. Da springt jetzt eine Hexe und ein... Ah, nee, das ist nur ein Golem in Heil. Mhm. Naja, das hätte auch nach hinten losgehen können, hätte ich mal fast gesagt. Aber bei der Masse... An Truppen hier, die da oben ja jetzt so eine Art Lane nehmen. Die können ja gar nicht mehr woanders hin. Ich meine, die 4 Troll-Teslas hier in den Ecken. die sind mal dahingestellt. Die machen jetzt nicht wirklich Schaden. Und der Golem tankt hier alles. Der Golem tankt hier alles. Bogenschützenturm. Beide Bogen, X-Bogen. Also jetzt nur noch den zweiten hier. Ja, also wie gesagt, man kann eigentlich auch mal überlegen, andere Taktiken hier ein bisschen zu üben. Denn in dem CK hier hätte man das mal ganz locker machen können, mal einen Luftangriff auf so eine Base hier. Das wäre A, ein bisschen günstiger gewesen, B, ein bisschen effektiver und C, hätte man auch mal einen Lerneffekt dabei gehabt, indem man aber einfach mal eine andere Truppe nimmt als monatelang. Ich weiß nicht, wie lange du diese Truppe hier schon nimmst, aber ein paar Monate sind es schon.
Und wir haben auch oft genug nur Zweier damit gesehen. Deswegen, so ein Gulalun, ja, glaube ich, ist an der Stelle immer noch etwas besser. Gucken wir uns mal den Mavi an hier. Den haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Der ist auch noch nicht so lange im Clan. Aber ich kenne ihn schon. Also so lange ist er jetzt doch schon da, dass ich ihn immerhin kenne. Das ist ja auch nicht schlecht. Und der entscheidet hier sich ganz bewusst, auch wenn ich eben drauf rumgeritten habe. Das sind keine Heilsbringer-Armeen hier. Aber zu der einen oder anderen Base passt ja so eine Taktik. Auch diese Base hier, bin ich ganz ehrlich, hätte ich... Ihr wisst das, ich bin ein anderer Angreifer, weil ich auch noch nie einen Dreier... Doch, ich hab auch schon mal einen Dreier mit Hexen geholt, aber das ist dann auch echt eher selten. Deswegen nehme ich die so selten. Für mich sind nach wie vor die gängigen Kombis Packerwalk mit Hog Rider oder Gohok oder Golaloon. Oder auch mal was ganz anderes, das habe ich jetzt mal mit dem Alex vor ein, zwei Clankriegen gemacht, wo es sich einfach mal anbot, mal was ganz anderes auszuprobieren. Da habe ich einfach mal einen Queenwalk angeschlagen mit anschließenden, ja, was war das? Das war eigentlich ein Mix von allem. Das waren ein paar Bola, das waren King, das waren zwei, drei Riesen. Dann hatte ich, glaube ich, einen Hund in der Clanburg, ein paar Loons dabei. Also wirklich so ein bunter Truppenmix auf eine Rathaus 9er Base, weil es sich einfach mal anbot. Ja, das war so eine Situation, da konnte man einfach mal was probieren und da habe ich gedacht, komm, nimmst du mal das, was du jetzt gerade so hast, mal sehen, ob da was mit reißt, ja, und siehe da, wurden drei Sterner und so, die Base war allerdings auch nicht fully maxed out, RH9, also mit kleinen Helden da drin, und dann kannst du sowas mal machen, einfach mal zum Probieren, einfach ein bisschen abrocken, im Clankrieg öfter mal was Neues und ich hoffe auch auf dem. Ich muss mir jetzt immer ein bisschen überlegen. Ich drehe ja auch hier vor. Aber ihr seht die Folge am 2. Ja, ihr seht die Folge am 2. Weihnachtsfeiertag. Seht ihr die am 2. Weihnachtsfeiertag? Ja, ich meine, sie ist am 2. Weihnachtsfeiertag. Wenn ich mich da vertue, dann habe ich mich jetzt vertan. Aber wie gesagt, ich habe so viel Videos abgedreht und habe auch so viel geschnitten, sodass das passte, sodass ich auch ein bisschen am Ball bleibe. Ihr habt ja gesehen, ich drehe die hier jetzt mit dem Avatar. Ihr habt gestern eine Folge gesehen, wo ich mit dem Avatar ja aus einem Clan rausgegangen bin, aus welchen Gründen auch immer. Ich musste ja später sogar nochmal in diesen Clan rein, weil ich hatte in den Clan angefangen, meine Clanspiele zu spielen. Und du musst in dem Clan sein, wo du angefangen hast, die Clanspiele zu spielen, um dein Reward abzuholen. Das heißt, ich war nochmal kurz bei dem Clan drin, habe mir dann den Reward geholt, habe sogar meine beiden CK-Angriffe gemacht und habe den Clan aber gelieft und habe dann überlegt, gehst jetzt in einen neuen Clan rein, in einen Community, also von einem Community-Menschen oder in irgendeinen Clan, die mich nicht kennen, oder joinst du jetzt erst, wo man dich kennt und wo du dann anfängst, die Clan-Spiele zu spielen. Also habe ich mich hier entschieden, gehe ich erstmal zu dem True Voice 2 mit diesem Account. So hyper, super aktiv ist er ja auch nicht, aber für Clankrieg und ein bisschen Farm und ein bisschen Clan-Spiele spielen, reicht es natürlich allemal. Und deswegen bin ich im Moment bei TV2, aber ich werde auch wieder frei sein. Also das kann ich nur noch nicht genau sagen. Ich denke mal, dieses Jahr ist schon ziemlich verbucht für mich. Also auch der Rest des Jahres sind ja nicht mehr viele, viele Tage, bis wir einen Jahreswechsel haben. Bin ich allerdings schon oder bin ich eigentlich relativ stark ausgebucht, was Projekte angeht. So kleine persönliche Projekte. Was machst du eigentlich, Toto? Wie geht's weiter mit deinem Kanal? Was planst du noch so zum Ende des Jahres? Also eine Sache habt ihr ja gehört. Das ist nochmal ein Stream am 30. Und aber wie geht es dann überhaupt nächstes Jahr weiter? Gibt es neue Konzepte, vielleicht neue Spiele, keine Ahnung. Ich denke mal, Clash of Clans wird mir natürlich treu bleiben, denn so viel wie hier im Moment ja passiert, da liegt es einfach nahe, dass man richtig, richtig viel macht. So, da hat der Killer hier, da hat der Wal hier alles gekillt, also der Killerwal auf die 9er Base hier, das war Killer, ist ja ein 10er hier. Hier sehen wir 10 auf 10, allerdings 10 auf 9,5. Den Dark King von Tours gegen den Warlords, gegen den Levi Deni von den Warlords XX. Und sehen ja eigentlich einen schönen, was ist eigentlich ein Bowler Walk? Ja, mache ich ja auch im Moment. 10er, 11er Bereich ist auch für mich wirklich eine favorisierte Kombi. Auch mit dem AFA habe ich hier jetzt mal mit Bowler Only, mit Heiler. 2 Dreier eingefahren gehabt auf 10er Basis, auch mit Infernos. Ich muss sagen, tatsächlich, ich lasse den Fries weg.
Ich lasse den Fries weg. Im Moment ist für mich Heilzauber der beste Zauber hier im Spiel. Gerade wenn es darum geht, eine Masse an Truppen, die vorm Inferno stehen, nochmal durchzuheilen. Absolut genial. Absolut genial. Hätte ich nicht gedacht, dass ich überhaupt mit dem Zehner, der im Moment nur 235 Truppen hat, also noch so ein bisschen leicht vermindert, überhaupt 3 Sterne auf solche Bases hole. Aber es ist mir gelungen. Und war ich einerseits natürlich auch froh, aber andererseits hat es mir auch gezeigt, ja, das Spiel hat einen Wandel genommen, so ein bisschen was die Rolle des Infernos angeht. Ja, und hier in der Mitte machen sie jetzt ja auch die Bowler, mal gerade so, also auch mit Ach und Krach hier. Jetzt haben die da noch ein bisschen was zu tun. Nämlich den King, da gehen die auf den King. Das ist ein bisschen unglücklich, aber endlich fällt der King da. Und ich frage mich jetzt gerade, wie hat er eigentlich das Rathaus gekriegt? Weil ich habe den Kampf ja gar nicht bis zu Ende, beziehungsweise ich habe den Kampf ja gar nicht noch nie gesehen. Hier weiß er nur, dass 2 Sterne wurde, aber er hat jetzt noch ein paar Bowler da. Wie geht das? Wie geht das? 8 Bogenschützen noch, okay. Da hat er jetzt 2 gesetzt. Ja, jetzt sag nicht, der hat das mit den Bogenschützen gemacht. Tatsächlich. Alter. Nee, ne? Ich meine, das Rathaus ist ja schon angeschlagen. Ah, da kommt der Bowler noch. Aber der Bowler kriegt jetzt schon mal ein bisschen Feuer. 2er Bowler hat um die 300 Healpoints. Ja, das reicht nicht ganz. Schade. Er konnte aber wenigstens 1-2 Schuss auf das Rathaus nehmen. Und ich gehe jetzt mal richtig nah rein hier. Ja, erstmal die Lufttruppen wegmachen. Jawohl. Ja, da habe ich mal wieder mein Mikro vergessen. Ich hatte eigentlich erzählt, ihr habt das gesehen, hier schön den Heilzauber geworfen und wie viele Truppen da nochmal durchgeheilt wurden. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt ohne Mikro aufgenommen habe, aber ich denke, mit einem klein bisschen besseren Helden, mal gucken, warum hier 2% vergessen wurden. Hier ist ja eigentlich nichts in der Ecke, das hat er gut gemacht. Hier unten geht jetzt so ein Bogenschützen an die Speerenbohrer dran, denn gerade die Bohrer haben ja extrem viele Healpoints. Und, okay, gegen 2 Bogenschützentürme hier auf, was ist das, 13, 14, ist es natürlich schwer, jetzt mit einer angeschlagenen Queen und mit 1, 2, 3, 4 Bogis noch gegenzuhalten, obwohl er die Queen noch zünden kann. Also das ist natürlich auch nicht schlecht. Und deswegen gebe ich jetzt mal meinen Vorab-Tipp ab, dieser Bogenschützenturm wird leider stehen bleiben. Ich denke mal, so war es dann der... Mal sehen, ob der 98 oder ob der 2% hätte gegeben oder nicht. Und jetzt hat er, die anderen Bogenschützen sind schon ein bisschen zu weit gelaufen da an der Stelle. Oder war es nur ein Zeitproblem?
Oder war es nur ein Zeitproblem? Das kann natürlich auch sein. Ah ja, jetzt schießen die schon auf die Queen. Die Bogenschützinnen sind dahinter. Queen nochmal gezündet, hat noch ein bisschen Heil gekriegt. Mal sehen, das Lager hier jetzt gemacht. Und den Bogenschützenturm hier noch gemacht. Oh, der hat schon richtig Heal Points. Ah, ihr seht, wie die runtergeht. Ah, nein, so ein Ärger. Das Labor blieb auch noch da. Okay, der Golem konnte noch nichts mehr machen. Aber nicht schlimm, 98% hier super gemacht vom Elektro auf die Nummer 1 hier. Und also nochmal Glückwunsch an die Truppe, an die Two Warriors 2 hier, die hier im Log immer noch fantastisch aussehen. Ihr seht das hier, also hier wird auch verloren. Und immer, also hier unten war es mal ein bisschen deutlicher, aber der Rest ist eigentlich immer eng verloren hier. Und ist schon eine coole Truppe, jetzt richtig krass auf dem Weg zu Rathaus Level 8. Ich kenne den Ausgang dieses aktuellen Kriegs noch nicht hier, aber es sieht momentan nicht so gut aus. Es sieht momentan nicht so gut aus, auch wenn wir hier eigentlich nur einstellen gelassen haben. Hier unten sind noch zwei bei RH9 außen. Das ist sehr ärgerlich. Mal gucken, ob der Gegner es besser macht. Aber der erste hat ja schon mal mit 28% gefailt. Und jetzt muss der zweite hier ran. Ich muss das mal gerade überschlagen. Okay. 28%. Also ich bleibe doch noch mal. Ich bleibe doch noch in der Folge für euch. Wie hat er das gemacht? Okay. Nur ein Helden. Das ist immer gewagt im Clankrieg, nur mit einem Helden loszuziehen, denn beide Helden sind ja irgendwo Schlüsselfiguren und wenn du dann nur mit einem Helden antrittst, musst du schon extrem guter Angreifer sein. Ich bin echt gespannt, wie das hier nachher noch ausgeht. Ich kann hier, ich könnte eigentlich noch das Ende, ich glaube, ich halte das Ende hier für euch auch noch fest. Ich sage gleich noch nicht, bis dahin euer Tote Clash, sondern ich sage euch gleich einfach, so, ich mache mal einen Cut bis zum CK-Ende und dann teile ich euch das Ergebnis noch mit. Ich glaube, das ist ein schöner Abschluss dann für diese Folge hier am Weihnachtsfeiertag. Und dann kann ich auch später sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen, bla bla bla. Ihr wisst schon, was dann kommt. Es hat mich auf jeden Fall unheimlich gefreut. Also die Resonanzen im Moment, die hauen mich von den Socken, muss ich sagen. Und ich bin wirklich, ich bin ganz, ganz stolz auf die Community, die ich habe. Denn kaum Clash of Clans YouTuber, glaube ich, haben so eine geile Community, wie ich sie hier vorfinde. Und das ist echt, echt krank. Ich hoffe, es gefällt euch auch, wenn ich ab und zu mal wieder einen Kommentar immer mal wieder schreibe und hier so ein bisschen mit euch am Ball bleibe. Okay, es ist jetzt auf jeden Fall erklärbar, warum das hier nichts wurde. Alles klar. Der Clankrieg endet hier in 1 Stunde 14 Minuten. Ja, ich würde sagen, da bleibe ich einfach dran. Ich werde euch das Ende hier mitteilen und dann mache ich jetzt so einen Sprung genau von dem Dorf aufs andere gleich. 1 Stunde 14 Zeitsprung. So, es ist kaum zu glauben, aber ich muss doch noch mit dem Schief ran. Denn ihr seht, wir sind noch aktuell im Clankrieg. Es steht 27-27 und ich wollte ja eigentlich mit dem Schief gar nicht angreifen. Jetzt musste ich doch noch auf dem Account einloggen und hier kurzfristig eine Truppe zusammenstellen. Und ich gehe jetzt, ja, ich gehe gar nicht mehr rein, sondern ich gehe gleich auf Attack. Ich habe meine Armee hier stehen. Ihr seht, ich habe nur ein Go-Vibe dabei. Ich habe nur ein Go-Vibe dabei und oh, wenn das, also den habe ich ja mit Donnerbengel nur mit einem Stern gemacht und wir haben es ein bisschen versäumt, diese Base hier zu machen. Also wünscht mir Glück oder wünscht mir Pech. Keine Ahnung. Ich musste auf jeden Fall jetzt so ein bisschen reinhauen hier, dass ich hier die Truppe reinbekomme hier. Oh, oh, oh. So, da müssen wir nochmal giften und hier hauen wir auch ein Gift raus. So, meine Bowler. Und jetzt die Mauerbrecher hier mit reingezogen. Mal sehen, wo die hinlaufen. Schauen wir mal. Denn ich muss jetzt schon mal so ein bisschen hier so ein bisschen Wut reinbringen. So, die drei Päcker. Ja, die Päcker, die Päcker. Oh, einer geht wenigstens rein. Das ist schon mal nicht schlecht. Mal sehen, ob nicht jetzt noch einer hier reingeht. Das wäre natürlich super an der Stelle. Nein, wir haben keinen drin. Ah, wir kriegen noch nicht mal einen Stern. Wie scheiße ist das denn? Wie scheiße ist das denn? Naja, vielleicht kriegen wir doch einen Stern. Mal gucken. Ich habe noch so ein paar Bogenschützen hier für die Ecken. Oh, da war schon einer. Okay. Mal sehen. Ich glaube, es wird nicht mal ein Stern. Aber das ist natürlich ganz mau. Da ist noch ein Golem. Da ist noch ein Päcker. Ja, da geht noch ein bisschen was. Wenn auch nicht super viel. Egal. Mal schauen, hier mit dem Magier vielleicht noch und das Lager können wir noch mitnehmen hier.
Und vielleicht können wir noch 42, 43 da was machen. So, das war's dann aber auch. Oh, mau. Also eigentlich mit dem Go Vibe auf RA8 kann man machen, dass man hier vielleicht zwei Sterne holt. Aber ihr seht, das sind so eine zweit verzweigte Base. Da brauche ich eine Hundertschaft vom Mauerbrecher, weil ich ja keinen Sprungzauber habe. Oder meine Packer entscheiden sich halt alle drei wirklich schnurstracks durch so eine Base zu gehen. Ist aber eher schwierig. Ist eher schwierig hier. Und ich denke mal, ja, zwei werden das nicht. Das wird nicht mal einer, glaube ich. Die Lager hier geben, glaube ich, auch nur 1%. Und hier unten, die Kaserne wird auch nur 1% geben. Ich denke, das werden 48%. Mehr werden es nicht. Ist einfach so. So, da ist der Bombenturm schon mal weg. 46%, 47%. Und hier unten sind es die 48%. Ja, schade auch. Schade, schade, schade. Was willst du machen? Eigentlich kann ich schon abbrechen, weil es werden ja keine 50 mehr. Der Bogenschützenturm, in den seine Range komme ich ja gleich. Also All Four Horses Deployed. Ja, ist aber nicht so schlimm. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Ihr hattet ja gestern jetzt keine Folge, also erster Weihnachtsfeiertag keine Folge. Am zweiten Weihnachtstag, also heute, habt ihr dafür eine Folge. Und okay, es sind 49%. Wo ist denn hier eigentlich noch was gemacht zu gewesen? 49. Bei 49 bleibt der Ticker. Anna, 18 Sekunden, nein, scheiße. Och, nö. Ah, nervt mich das ab. Nervt mich das ab, hätte ich den ein bisschen eher gesetzt, aber ich konnte ihn auch wirklich nicht. Musste mich auch. Ich hätte mir vielleicht doch vorher die Base angucken sollen. Für wenigstens ein paar billige Prozente, aber ihr seht das jetzt, der Krieg ist vorbei. Und ja. Ich gucke einfach mal ins Result rein. Wir haben nämlich gewonnen. Wir haben gewonnen. Ich habe euch auf die Folter gespannt. 94,6%. Der Gegner hat nur noch angegriffen. Hat die letzten beiden Sterne noch geholt. Aber wir wussten vorher schon, dass es prozentual nichts wird. Ich hoffe, der Prank hat euch trotzdem gefallen. Auf den zweiten Weihnachtsfeiertag. Wir sehen uns in der Woche wieder. Bis dahin. Euer Toto. Clasht.